Episode 3 Kapitel 1 Are you kidding me? Where those bunch of murderers go to pray? No, you have it all wrong. That was a mistake. Like I told you before. Just shut up. Come on. I swear you're completely useless. You can find a receiver. What the hell is this? Run, run. Don't look back. Just like hide and seek, so hide somewhere good, okay? I promise I'll come and find you. There's some missing in the Boogeyman. Daddy said they don't exist. They don't exist. Of course they don't exist. Hättest du wohl gerne. Tun sie nämlich doch. Bella Monroe. Oh, das ist die Tochter. Entkommen sie aus dem Cyber-Krankenhaus. Rufen sie mit Select das Hauptmenü auf und lassen sie sich... Was war das? Erscheinen auch Ziele und Unterziele mit einem Symbol, das darüber Aufschluss gibt, wo sie sich befinden. Ja. Drücken sie in Richtungstasten, bla bla bla, um die Ebene zu wechseln, bla 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 bla. Alter, mit dem kurzen Mädchen jetzt spielen, ist das auch ganz schön hart. Verstecken. LOL, ist ja nix. Krass. 100%ig, es wird der kann ja richtig gut werden. Ich höre die Gegner jetzt schon. Scheiße. Naja, wegen sehe ich ein bisschen mit Karte. Gucken wir mal. Wo bin ich denn in dem Zimmer? Treppenhaus. Zimmer 100, 205, 206, 301, 202. Toilettenaufzug. Also unten rechts sieht man ja... Die 1. Gehen Sie über das Treppenhaus B hinab in den ersten Stock. Jetzt die Frage, gehen wir da direkt hin oder gucken wir uns mal so ein bisschen um? Ach, guck mal, wie viele Ebenen es hier gibt. Jesus Maria, Alter. Rezeption. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, ganz ehrlich. Kind. Scheiße, ich kann nicht straven, das ist ein bisschen scheiße. Aber das kennt man ja auch aus Resident Evil. Habe ich hier auch Gegnersicht? Oh ja, tatsächlich. Unter mir ist einer. Zwei, drei. Also da in dieser Rezeption oder was ist das? Ist einer. Unter mir nochmal einer. Der ist über mir. Im Flur. Sieht das aus? Oh, der geht auch noch. Mach die Tür zu. Der bleibt da. Der bewegt sich. Könnte der mir gefährlich werden? Ich lasse es mal darauf fest. Alter, du bist ja wahnsinnig bei dem Spiel, ey. Mit dem kleinen Mädchen jetzt hier durch die Gänge gehen, ey, ist doch mega mies. Das schmiert meine Sicht auch so, ey. Leute, 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 ey. Der ist jetzt draußen. Er wird mich jetzt wahrscheinlich sehen, wenn ich da vor dem... Das heißt, ich muss da vorkriechen. Oh, Leute. Alter. Ich mach mal gerade die Taschenlampe aus. Weißt du nicht, ob das was bringt? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Eigentlich nur geradeaus und rechts. Gibt
Gibt's denn wohl in den anderen Räumen noch irgendwas zu holen? Also bis jetzt habe ich in diesem Spiel noch nie irgendwas gefunden, was man aufheben könnte, außer Waffen. Riskiere ich's? Ach, ich komme da eh nicht durch, glaube ich, sehe ich gerade da. Unter Zimmer 203 ist ja eine durchgehende Wand. Da komme ich eh nicht durch. Alles klar, easy. Schleiche ich jetzt hier die... Ah, so eine Gittertür ist da. Schleiche ich jetzt mal hier so in Richtung Treppenhaus. Aber ich sehe gar nicht, wo das Treppenhaus ist. Ah, noch 5 Meter weiter. So, jetzt gehe ich nochmal. Gucke, wo die jetzt unten sind. Der ist ja oben. Der ist. Er hat auf jeden Fall ein Skalpell in der Hand. Ist auch unter mir. Ach, ich gehe erstmal runter. Was piept hier so? Gegnersicht. Der ist noch ein Stockwerk tiefer. Der ist auf meinem Stockwerk. Der ist auch tiefer. Also habe ich jetzt hier wieder nur einen Gegner. So. Da wird sich jetzt erstmal die Sicht drauf. Aber was macht der? Der krabbelt da an irgendwelchen Klamotten rum. Jetzt gucke ich erstmal. Wo ist der denn? Der ist in Zimmer 205 oder 206. Gehen Sie über die Treppe hinab in den ersten Stock. Ja, bin ich doch jetzt gleich schon. Aktualisiere mich mal bitte, Junge. Zack. C. Wo muss ich hin? Wie komme ich denn da hin? Oh. Ich muss doch jetzt nicht etwa durch die Operationssäle. Rufen Sie von der Rezeption aus Hilfe. Gehen Sie über Zeppen. Ach du Scheiße, ich muss durch den Keller und auf der anderen Seite wieder hoch. Oh, ihr seid doch Arschlecker, seid ihr doch, ey. Das heißt, ich muss durch die Operationssäle jetzt hinten zum Treppenhaus. Und im Operationssaal ist der Typ aber. Oh nein. Was macht der denn da? Guckt er in meine Richtung? Guckt er nicht in meine Richtung? Sieht so aus, als könnten sie sich durch... Was? Ach du Scheiße, der kommt. Hä? Ach, das war meine Chance, sich da durchzuschleichen. Ich habe... Das heißt, da lenken sie den Shibito, der Überwachungsmonitor. Ab, gehen Sie über Treppenhaus. Alles, ja, okay, alles klar. Ich muss das anmachen. Dann muss ich warten, bis er weggeht. Und dann. Leute. Komm ich hier durch? Irgendwo war doch, dass ich mit dem durchquetschen. Jetzt gehe ich da durch! Wo muss ich hin? Oh. Öffnen. Oh, die Erde kommt! Nein! Ich bin noch da vor der Treppe. Aber irgendwie geht's da nicht runter. Oh, geht's doch. Alles klar. Dann mal gucken, kommt der mir hinterher? Oder bleibt der da oben? Ne, der ist doch da oben drin. Ja, ich verlasse die Sicht mal, ich suche mir jetzt mal ein neues.
Der ist bei mir auf der Ebene. Der nicht. Und der glaube ich auch. Und ich glaube, da ist er. Ne, das ist ja der. Ach Quatsch. Nee, das ist ja der, den ich hatte. Der ist über mir. Der ist bei mir auf der Ebene. Habe ich noch einen? Und der. Na toll. Nämlich den. Der scheint sich mehr zu bewegen. Jetzt bin ich im Keller. Na, mal gucken. Gehen Sie in den Keller. Ja, da bin ich jetzt ja. Im Grunde genommen schon bin ich jetzt ja schon. Warte mal, man kann ja auch die Kennzeichnung ausmachen, ja. Ich muss bis zu anderen. Ja, das sieht. Ich weiß, in dem Gang kann ich bestimmt nicht geradeaus durchgehen. Da passiert irgendwas. Das heißt, ich muss bestimmt da, damit ich links in den Raum rein. Und dann ja, halt durch die Räume. Was ist überhaupt? Personaltreppe? Worüber muss ich? Ich muss doch über A muss ich wahrscheinlich kommen. Weil die A ist ja dann hier oben bei der Rezeption. Personaltreppe? Weiß ich gar nicht, wo ich da hinkomme. Eingangstor. Oh, die Schweine. Ich muss bestimmt zur Rezeption und dann wieder zurück in den Keller und über die Personaltreppe raus zum Eingangstor. Oh, die wird einem wirklich nichts geschenkt. Ja, genau. Warte mal, da sehe ich doch, glaube ich, einen, oder? Oder ist das eine Puppe? Nein, das ist nicht. Wo steht der denn? Der steht vor dem Trümmerhaufen. Da muss ich mich hinterher schleichen wahrscheinlich. Der andere ist. Das ist oben. Das ist auch oben. Das ist der ganz oben. Das ist der bei mir. Wo ist der denn wohl? Überhaupt nichts. Ich bin jetzt ja gleich schon in dem Flur. Ach, da ist die Tür. Aber warum kann ich hier durch die Wand gucken? Ist das da wirklich einer oder ist das nur eine Scheißpuppe, Mann? Ups, falscher Knopf. Ja, das ist eine Puppe. Da ist auch ein anderer. Aber wo guckt der hin? Und wo guckt er hin? Ich weiß, es ist der Schlimmere von beiden. Scheiß Dreck. Obwohl, noch habe ich kein Herzklopfen. Ich werde bestimmt hier nochmal verstecken müssen, ey. Küche, Verwaltungsbüro. Tut mir leid, ich verstehe sie nicht. Öffnen. Das sieht doch aus wie in einem Büro. Der sitzt doch in einem Büro. Das heißt, es könnte Verwaltungsbüro sein. Oh, Mutter, hilf! Der ist so weit weg. Wo ist denn dann der andere? Jetzt erstmal den. Orientierung verloren. Oh. Hey, der steht doch hier vorne jetzt gleich schon. Ach, der steht in dem Aufzug. Oh, da geht doch gleich die Tür auf. Gehen Sie über Treppenhaus A hinauf in den ersten Stock. Guck mal, wenn ich aus der Perspektive raus bin, dann höre ich gar keinen mehr. Und er sitzt doch in seinem...
seinem Büro. Tja, welcher ist jetzt gefährlicher? Der im Aufzug, der eventuell einfach nur so rauskommt? Oder der im Büro? Scheiße, ich weiß es nicht. Warte mal, der durch den Büro muss er erst durch die Küche durch eigentlich. Nein, muss er nicht. Scheiße. Aber die Tür ist zu, er sieht mich eigentlich nicht. Oh, ich hasse dieses Spiel. Zu lachen. Ich hole mir mal eben den anderen, ey. Wie weit muss ich denn noch? Wenn ich wüsste, in welche Richtung der guckt. So, alles klar. Hier ist irgendwo die Treppe. Zu weit. Es tut mir leid, laut, dass ich immer noch die Taschenlampe aus habe, aber gesundheitstechnisch geht es mir dadurch echt besser, glaube ich. Sonst bin ich... Wo bin ich denn? Da. Jetzt muss ich eigentlich nur schräg gegenüber zur Rezeption rennen. Eigentlich. Einmal gucken. Was ist der denn? In irgendeinem Untersuchungsraum, da komme ich. Scheiß drauf. Weg jetzt hier. Ich schaff das auch ohne. Hoffe ich. Rufen Sie von der Rezeption aus Hilfe. Wen? Zum Gottes Willen soll ich denn rufen? Einmal gucken, ob hier irgendwo was ist. Untersuchen. Die automatische Tür funktioniert nicht. Sie müssen einen anderen Weg nach draußen finden. Ich wusste es, dass ich wieder runter muss über die Personaltreppe. Das war so klar. Toll. Alter. Alter. Hätte ich doch schon mitbringen können. Oh nein. Oh, warum fängt das denn jetzt schon an zu? Haben die sich bewegt? Er sitzt immer noch in seinem Büro. Er ist oben. Wo ist der andere? Er ist immer noch im Aufzug. Vorbei, bis zum Verbrennungsofen. Nur am Büro vorbei. Alter. Wie weit ist das? Ich sehe die Tür gleich nicht. Umkleideraum und Verbrennungsofen. Bleib hier in deinem Scheiß Aufzug, Alter. Vor dem... im Inneren verstecken. Verstecken! Warum kommt einer? Die sitzt immer noch im Aufzug. Die andere sitzt immer noch im Büro. Der ist oben. Der ist sonst wo. Das ist der im obersten Geschoss. Aufzug, da kommt keiner. Alter, macht mich nicht kirre. Da liegt der Schlüssel neben mir. Direkt wieder verstecken. Normalerweise ist das doch so. Wenn du was aufgehoben hast, dann geht's erst wieder richtig los. Da, siehst du? Ich wusste es.
Los, setz dich wieder an deinen scheiß Schreibtisch. Hinsetzen, weiterarbeiten. Los, mach das, was du eben gemacht hast. Guck einfach wieder nach oben. So. Checken wir noch einmal die andere aus. Aufzug. Ja. Und Büro. Nichts. Irgendwo geht's hier hoch. Da geht's hoch. Oh, Kinder, Kinder, ey. Kann ich die Tür schließen, bitte? Schon mal viel wert. Ey, ich ruf doch jetzt nicht um Hilfe. Dann kommen hier gleich wieder alle an. Ich habe bis jetzt hier keinen Versteck gefunden hier oben. Hilfe rufen. Tu es nicht, Mädchen. Help! Daddy, Mommy! Where are you? Daddy, Mommy! Bella! Bella! Huh? So? Bella! Bella! I found you! Ach du Scheiße!